Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine neue Außenkamera, diese Reolink 810A PoE Kamera an meinem Haus befestige, wie ich sie mit dem Netzwerk verbinde, wie ich die App am Telefon einrichte, am PC und das Ganze auch noch mit meinem NVR, meinem Netzwerk-Videorekorder im Keller verbinde. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, bleibt dran, gleich geht's los. Zur Überwachung meines Grundstücks habe ich in der Vergangenheit auf Kameras von Trendnet und Hikvision gesetzt. Die Kameras waren über meinen QNAP angeschlossen, der insgesamt 9 Kameras verarbeiten musste und mit der Umstellung auf andere Kamerasysteme mit einer höheren Auflösung war mein QNAP einfach überfordert. Ich habe daher mir einen NVR gegönnt, einen Netzwerk-Videorekorder, den Reolink RLN36, habe den im Haus installiert und die Kameras, die ich bereits umgerüstet habe, mit dem Reolink verbunden. Das passende Video hierzu findet ihr oben in der Ecke verlinkt. Dort könnt ihr euch anschauen, wie ihr einen solchen Netzwerkrekorder einrichtet und wie ihr dort die Aufnahmen abfragen könnt. Zum Video gab es aber viele Fragen. Unter anderem wurde oft angefragt, wie ich denn eine Kamera überhaupt im Netzwerk einbinde und wie ich sie anschließend mit dem Netzwerkrekorder verbinden kann. Nicht nur am Bildschirm des Netzwerkrekorders selber, sondern auch am Klienten vom Rechner, egal ob PC oder Apple und natürlich auch am Telefon über die App. Dem möchte ich gerne nachkommen und euch in diesem Video zeigen, wie man das Ganze machen kann. Bei der RLC 810A handelt es sich um eine Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixel. Die Kamera kann mit einem ganz normalen Stromadapter betrieben werden, über den entsprechenden Anschluss am Kabelbaum. Gleichzeitig ist aber auch ein Betrieb über PoE möglich. PoE bedeutet Power over Ethernet. Letztendlich erfolgt die Stromversorgung über das ganz normale Netzwerkkabel. Das bedeutet, wenn ihr bereits ein Netzwerkkabel irgendwo in dem Bereich verlegt habt, wo diese Kamera installiert werden soll, braucht ihr keine zusätzliche Stromversorgung, denn die Datenübertragung als auch die Stromversorgung erfolgen über das ganz normale Netzwerkkabel. Die Voraussetzung hierfür ist, wenn auf der einen Seite der Strom in die Kamera übergeben wird, muss natürlich auf der anderen Seite der Strom in die Kamera bzw. in dieses Kabel eingefügt werden. Dafür braucht ihr einen PoE-fähigen Switch bzw. einen Injektor, der die Stromversorgung im Kabel aufbaut. Solltet ihr sowas suchen, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich die Bauteile verlinkt, die ich verwende. Die Kamera ist von der Größe her recht handlich überschaubar. Meine Trendnet-Kameras sind ein wenig kleiner, auch leichter. Das Ganze ist aus massivem Aluguss und hat zusätzlich im Frontbereich zur Kameralinse Infrarot-Dioden, LEDs, um den Bereich auch bei Nacht ausleuchten zu können. Auf der Rückseite ist ein Kartenslot für kleine Micro-SD-Karten. Das bedeutet, die Aufzeichnungen, die ihr machen wollt, Alarmaufzeichnungen oder 24/7 Daueraufzeichnungen, können direkt auf der Kamera gespeichert werden. Ihr braucht keinen Videorekorder, ihr braucht keinen Computer oder kein NAS. Es geht grundsätzlich auch ausschließlich über diese Kamera mit einer Stromversorgung. Über die App, über den Klienten kann die Daten von der Kamera abgerufen werden. Das funktioniert sehr gut. Ich für meinen Teil nutze die SD-Karte und den NVR parallel. Da der NVR nicht an meiner USV hängt und sollte mal ein Stromausfall stattfinden, kann ich immer noch auf die Aufzeichnung der SD-Karten zugreifen, denn die hängen an einem völlig anderen Stromnetz. Ich werde daher heute eine SD-Karte auf der Rückseite einbauen, diese entsprechend vorbereiten und danach diese Kamera am NVR installieren. Doch genug der vielen Worte und Vorankündigungen, wie verbaue ich eine solche Kamera im Netzwerk. Grundsätzlich benötigt ihr ein Netzwerkkabel, welches von eurem PoE-Switch bzw. von PoE-NVR oder dem Injektor an die Stelle verlegt werden muss, wo die Kamera später befestigt wird. Die Kamera kann an der Außenseite eines Gebäudes befestigt werden, direkt hinter einem Bohrloch, was vielleicht in das Innere des Gebäudes reicht. Allerdings solltet ihr berücksichtigen, dass die
Kabel, die Kabelpeitsche in dem Fall, doch relativ dick ist am Ende. Das Ganze muss durch das Bohrloch in das Innere des Gebäudes hineinreichen. Und ja, von der Dicke her dürfte hier eine 36er Wand kein Problem darstellen. Allerdings bin ich davon kein Freund. Ich habe an der Außenseite der Fassade Leerrohre gezogen und habe eine spezielle Dose gesetzt, eine Dose, um diese Kamera zu befestigen. Das seht ihr nachher. Und in der Dose kann das Ganze dann direkt mit dem bestehenden Netzwerkkabel verbunden werden über den ganz normalen LAN-Anschluss. Die andere Seite des LAN-Kabels verläuft dann in einen Switch, in meinem Fall ein PoE-Switch. Das ist letztendlich eine Art Netzwerkverteiler, die nicht nur das Datensignal verteilt, sondern eben auch eine Stromversorgung in diesen LAN-Anschluss bereitstellt. Die Frage kam häufiger auf, muss das Ganze direkt am NVR angeschlossen werden oder direkt am Aufnahmegerät? Nein, das muss es nicht. Zumindest bei den Kameras von Reolink ist es problemlos möglich, die Kamera hinter einem Switch, hinter einem Router oder mehreren Geräten dieser Art zu verbauen. Ich habe Bereiche, an denen drei Switches hintereinander verlinkt sind, die jeweils weiter verteilen und erst am dritten Gerät eine solche Kamera verbaut ist. Trotz dessen kann ich problemlos über meinen Rechner, solange er sich im gleichen Netzwerk befindet, auf die Kameras zugreifen. Der NVR steht auch nicht mehr hier, den habe ich in den Keller verbannt. Der ist lediglich über einen ganz normalen LAN-Anschluss mit meinem Netzwerk verbunden. Auch auf den NVR kann ich von hier aus, vom Rechner aus, problemlos zugreifen. Nicht nur von diesem Rechner, sondern von allen Rechnern, die ich hier im Netzwerk betreibe und natürlich auch von den Mobiltelefonen, auf dem ich das entsprechende App installiert habe. Ich werde nun die Rückseite der Kamera öffnen. Ich werde die SD-Karte einbauen und dann werde ich die Kamera zunächst grundeinrichten, und zwar hier oben am Schreibtisch, denn wenn ich die Kamera an der Hauswand anbaue, habe ich eine Höhe von ungefähr 4 bis 5 Metern, wo diese Kamera installiert ist. Das bedeutet, ich stehe auf der Leiter, mit einer Hand die Kamera haltend, in der anderen Hand habe ich den Schraubendreher und möchte das Ganze nicht zu oft machen in dieser Höhe. Dann wäre es natürlich schön, wenn ich beim Anbau der Kamera an der Wand gleich schauen könnte, ob der Winkel, ob die Neigung der Kamera, das Bild, was ich später sehen möchte, auch passend ist. Meiner Meinung nach bietet es sich daher an, die Kamera vorneweg einzurichten, zumindest für die App auf dem Telefon. Und dann, wenn ich die Kamera an der Hauswand montiere, kann ich mir das Telefon irgendwo in der Nähe auf den Sims stellen bzw. in die andere Hand nehmen und mir die Kamera schon mal im Winkel her ausrichten, so wie ich sie später haben möchte. Die Feineinstellung, Alarmüberwachung, Bildeinstellung oder eben auch Aufzeichnung und dergleichen, das kann ich problemlos hinterher machen. Ich werde nun also die Rückseite der Kamera öffnen, werde die SD-Karte einbauen und anschließend zeige ich euch, wie ich die Kamera in der App auf dem Telefon installiere. Anschließend werde ich die Kamera direkt dann an der Fassade am Sockel gegen die bestehende Trendnet-Kamera austauschen und dann das Ganze hier am Klienten und am NVR einrichten. Bevor ich aber loslege, eine Bitte an euch. Wenn euch mein Video bisher gefallen hat, dann nutzt die Chance und klickt unten auf den Gefällt mir-Button. Würde mich riesig freuen, bringt mich und meinen Kanal voran. Wenn ihr Fragen habt oder Hinweise, Kritiken, Feedback geben wollt, kein Problem, schreibt einfach unten in die Videobeschreibung. Ich antworte so schnell wie ich kann. Wenn ihr Interesse an den Produkten habt, wenn ihr das Ganze selber installieren wollt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch die Kamera, die andere Kamera, NVR und so weiter verlinkt und natürlich noch einige Links zu den Herstellern, zu den Anleitungen. Vielleicht ist auch das Passende für euch dabei. We'll be right back.
Bevor ich die Kamera auf meinem Telefon freischalte, werde ich zunächst die Kennwörter hinterlegen und einen kurzen Funktionstest machen. Dafür bietet sich meiner Meinung nach der Klient besser an als das Telefon, da hier der Bildschirm einfach größer ist. Als ich den Klienten gestartet habe, hat dieser automatisch die neue Kamera erkannt. Ich brauche sie nur anklicken und das System verlangt automatisch die Vergabe eines neuen Kennworts. Nun fehlt nur noch ein Name für die Kamera. Der Name kann im Nachhinein verändert werden. Die Kamera ist nun grundsätzlich funktionsfähig. Ich werde nun noch die Kamera in meine App am Telefon einbinden und anschließend kann ich sie montieren. Mit dem Starten der App auf meinem Telefon wird automatisch die neue Kamera erkannt. Im Bild sehe ich immer die zuletzt verwendete Kamera, kann aber über das Menü entsprechend bis ganz nach unten scrollen und bekomme das Signal angezeigt, welches gefunden worden ist. Hier ist nun die neue Kamera Terrasse Carport zu sehen. Ich klicke auf die Kamera und ihr seht, der Standardnutzername ist bereits eingegeben und ich muss nur noch das Kennwort erfassen, welches ich eben am Rechner vergeben habe. Sobald ich das Kennwort erfasst habe, wird mir das Live-Bild der Kamera angezeigt. Ich kann direkt auf die Kamera wechseln, entsprechend die Qualität anpassen, wie ich sie benötige. Nachdem ich nun auch über mein Telefon auf die Kamera zugreifen kann, wird es Zeit, diese an der Hauswand zu befestigen. Hierfür werde ich zunächst die alte Kamera demontieren, die neue Kamera am Sockel befestigen und anschließend am Haus anbauen und vom Winkel her einrichten.
Nachdem der NVR seinen Bootvorgang beendet hat, lande ich direkt auf der Übersicht der Kameras. Ich habe die Einzelansicht gewählt und bekomme direkt eine Fehlermeldung, da die Kamera nicht angemeldet werden kann. Das Kennwort fehlt. Das ändere ich, indem ich nun mir die Kamera heraussuche. Sie wird mir automatisch präsentiert. Der Name ist in dem Fall von Reolink bereits vorbelegt und ich muss nur noch das Kennwort eingeben. Das Ganze erfolgt ausschließlich über die Maus, die zum Gerät dazugehört. Eine Tastatureingabe ist leider nicht möglich. Die Reolink RRC810A hängt an meiner Hauswand und liefert mir tolle Live-Bilder von meinem Garten. Die Aufzeichnung kann ich mir über die SD-Karte anschauen oder ich greife auf den Netzwerk-Videorekorder meinen RLN36 von Reolink zurück und kann mir dort auch die Aufnahmen von meinen gesamten Kameras jederzeit anschauen. Wenn ihr Lust und Laune habt, euch ein ähnliches System aufzubauen, schaut doch einfach mal unter das Video in die Beschreibung. Kamera, NVR und auch die Zubehörteile habe ich euch dort verlinkt. Wenn ihr auf die Links klickt und bestellt, bekommt mein Kanal eine kleine Provision bei gleichem Preis für euch. Zusätzlich habe ich euch die Links zu den Herstellern mit in der Videobeschreibung hinterlegt und den Link zu meinem anderen Video, in dem ich euch zeige, wie man einen NVR erstmalig einrichten kann. Hat euch dieses Video gefallen? Hat es euch was gebracht? Gebt mir den Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentarspalte gehen. Schreibt mir, ich antworte euch so schnell wie möglich. Und wenn ihr wissen wollt, was ich demnächst noch vorhabe, neben meiner Gartenprojekte, ich sage nur Glasfaseranschluss, dann abonniert meinen Kanal, klickt unten links auf den Abo-Knopf und ihr verpasst keins der neuen Videos. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Sage bis dahin, ciao, macht's gut.